Du wolltest über etwas reden? Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier, nach Midgar. Alle Jungen verlassen die Stadt. Tja, das kannst du ficken, wa? Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich möchte Soldier werden. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth. Der große Sephiroth. Ist es schwer, Soldier zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Wenn du gut bist, kommst du in die Zeitung? Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Wenn du berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Laberst du? Komm schon! Versprich es mir! Na gut, ich verspreche es dir. Langweilig. Jetzt weißt du es wieder. Stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held und ich bin auch nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldier geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Ja klar, der klettert hoch. Ist richtig. Warte mal kurz. Super toller Soldier. Versprochen ist versprochen. Hier. Wahnsinn. Unser Geld. 1500 Gil. Wow. Das ist mein Anteil? Soll das ein Witz sein oder was? Wie? Du wirst also? Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mache ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Ja, das Geld ist für Marlins Ausbildung gedacht. 2000! Danke, Cloud. Ich blas dir rein. Ja, so geht das. Für 2000 machen wir es. Sind ganz schön teuer eigentlich. So, jetzt sind die auf dem harten Boden aufgewacht. Die Fans ist kaputt. Okay, auf zur Mission. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barbet hat geschnarcht. Klar, neben dir. Ja, nehmen wir das. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich komme diesmal mit. Gott, na gut, ist cool. Die kämpft gut, wenigstens. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof, Kleiner. Ich besorg dir einen Platz im Zug. Jo, Claude. Vor dem nächsten Auftrag muss ich dir etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materie umgeht. Hier ist die Materia, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Das verstehst du sowieso nicht. Was ist denn nur so toll an den Jungs bei Soldier? Kannst du mir das mal sagen? Okay, ich frage Schieß später nochmal. Aber du bist für die Materia verantwortlich. So, das Materia-System erkläre ich euch gleich. Und zwar schneller und besser, als wie das Spiel es erklären würde. Braucht nämlich nur eine halbe Stunde dafür.
Todd, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, du passt auf den Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung. Viel Glück. So, endlich können wir uns wieder bewegen. So, kurze Materieerklärung. Was haben wir denn hier? Gewitter, Kälte? Ja. Materie, also, das sind... Ich rüste mal hier alles ab, hier erstmal. Sind so... magische, ja, Klumpen, würde ich sagen. Wie ihr seht, auf jeder hat 5 Sterne. So, jeder ist momentan auf... Okay, andere haben 4 Sterne. Aber die haben halt verschiedene Ränge. Und je höher der Rang, desto stärkere Zauber kann man werden. So wie hier Eis, beim nächsten Rang dann Eis 2, beim darauffolgenden Rang Eis 3. Und beim letzten Rang, also beim letzten Stern, ist das dann Master. Beim Master ist dann nochmal alles viel stärker vom Zauber. Und es dupliziert sich, das ganze Teil. Das heißt also, man kann das Ding einen anderen geben, wenn man möchte. Dann sieht man hier, na klar, also wir brauchen AP-Punkte. Das ist, was man mit Erfahrungspunkten nach dem Kampf bekommt. Wenn man es ausrüstet, sieht man die Bonis und die Nebeneffekte. Zum Beispiel kriegen wir minus 1 Stärke, dafür plus 1 Zauber, minus 2% maximal HP und plus 2% maximal MP. Also man muss halt schon überlegen, was man dann wie einsetzt und wer wie. Und man sieht dann in den Ausrüstungsgegenständen, je nachdem welche man hat, desto mehr Ränge hat man dann in Ausrüstungen hier. Hier haben wir jetzt 2 Slots. Die sind miteinander verbunden. Es gibt aber auch einzelne und wenn die verbunden sind, kann man zum Beispiel jetzt hier Genesung, das ist jetzt Heilung. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch ein Alle hintun würde, könnte ich dann, wenn ich Heilung einsetze, gleich alle heilen. Oder ich kann hier Kälte reintun, also Eiszauber und dann alle. So kann ich dann den Eiszauberspruch auf alle einsetzen. Es gibt dann auch noch zum Beispiel Fehlsfähigkeiten sowie neue Skills oder also Clown zum Beispiel wird dann freigeschaltet. Es gibt dann auch noch Beschwörungsaufrufsubstanzen, damit kann man halt mächtige Viecher beschwören. Und so weiter. Also es gibt da wirklich jede Menge coole Sachen. So, Claude bekommt Kälte. Sie bekommt Genesung. Sie wird die Heilerin sein in der Gruppe. Und er bekommt erstmal Gewitter. Damit er dann auch mal einen Zauber hat. Ach ja, genau. Wir haben ja jetzt auch sie in der Gruppe. Sie kämpft mit Lederhandschuhen oder halt generell mit Faustwaffen. So, wir sollen jetzt zum Waffenhändler. Der wollte noch was von uns. Da gehen wir doch erstmal hier lang. Hier ist nicht der Waffenladen, aber hier will ich was einkaufen. Ach, wieder ein Tag. Geile Übersetzung, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist mein Schluss mit dem Laden. In so einem Slum verkauft man einfach keine richtig guten Medikamente. Oh, sieh einer an. Das kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Mach was. So, können wir was verkaufen? Nee, die schlechteste Waffe von Barrett darf man nicht verkaufen. Warum auch immer. Man kann mit der eh nichts mehr anstellen. Was können wir hier kaufen? Auf einmal, ja, Feuer. Also Hitze kaufe ich einmal. Dann können wir Feuer mitmachen. Den Rest nicht. So, dann rüste ich doch gleich schon mal aus. Bekommt dann hier Schlot. Alter, hier haben wir Kälte, dann haben wir Hitze. Ist eine gute Kombination. So, wir sollen jetzt so einen Waffen laden. Hehe, das vergisst er ganz bestimmt. Oh, du. Mein Freund im ersten Stock sagt dir, wo es lang geht. Jojo. Erstmal hier noch einkaufen. Hey, hallo. Moment mal. Du
kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Ich bin reingegangen, aber egal. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Als Maul. Ich möchte nämlich 3 Eisenreife kaufen. Das war 4-mal, aber egal. Verkaufe ich eben einmal Eisenreif. Zack. Gleich ausrüsten. So, mehr Verteidigung und saubere Abwehr. Zack. So, das alte verkaufen. Ja, ja, kaum halt den Mund. Bronzereif. Zack. Und weiter geht's. Auf zum ersten Stock. Okay. Materia alle. Hey, auf Anhieb. Das war Materia. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Äther. Ja, wir haben jetzt alle eingesammelt. Das heißt, wir können damit... Wenn wir jetzt hier... was setzen, womit wir kombinieren können... bekommt er dann... Also können wir dann alle mit angreifen oder halt heilen. So, mache ich es hier mit Kälte. Ja, Verwendung der Tasten. Oh nein, komm, halt's Maul. Halt, nein, aus. Ja. Toll. Hm, eine Hand, was soll das? Spielerpositionscursor, ruf mich, wenn du beim Gehen nicht mehr weiter weißt. Und okay, drückst du schon mit deinem Kopf, meine Güte, bla bla bla. Ja. Ja, komm, ja. Als ihr seht, hier wird uns nochmal alles erklärt, wie wir hier alles machen können. Ah, hier ist Speicherpunkt. Also ganz ehrlich, Leute. Da ist mir jetzt blöde. Ich klicke deswegen hier alles durch. Ich werde es hier auch nicht vorlesen, weil hier wird uns einfach nur mal erklärt, wie wir speichern können. Wie wir das ganze Spiel spielen eigentlich. Also. Ja, hier wird es nochmal erklärt. Speicherpunkt. Schön. Ja. Ich bin an der Schatztruhe. Schön. Wunderbar. So, jetzt bimmel ich euch noch ab hier. Bla bla. Bla bla. Hm, ja. Sehr schön. So, ich möchte euch nichts beibringen. Na komm, mach hin. Ich möchte runterscrollen. Mehr Zeit habe ich nicht. Danke. So, hier können wir was über Limit-Angriffe lernen. Brauchen wir nicht, denn das wissen wir selbst. Ja, na los. Schlag ihn, du Sau. Ja, wunderbar. Na komm, weiter. So, fertig. Kein Bock mehr. Gucken wir nochmal weiter oben. Hey, das hier ist ein Slum. Glaub ja nicht, du kannst hier umsonst wohnen. Was hast du? Du bist doch bestimmt müde. Ja komm, wenn wir eine Runde hier. Ho. Ist Weihnachtsmann oder was? Ho ho ho, mit hochgezogener Unterlippe. Hm. Darf ich mich jetzt hier bewegen? Danke. Gibt's hier irgendwas? Nee, gut, raus hier. Ich will erst nur noch speichern und dann mach ich auch Schluss. Nein! Gott, ich will da nicht nochmal rein. Ach ja, hier geht's ja runter. Oh, lass mich durch, Kollege. Schieden hier alle rum, oder was? Ja, rennt nur. So.
ab zum Speicherpunkt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder. Und dann geht's wieder mit der Action los. Das war jetzt mehr so Story-Dings. Und das nächste Mal geht's wieder mit Kämpfen und mit Action los. Also, bis dann!